Fortschritt. Natur zu Mensch. Mensch zu Maschine. Der Weg in die Zukunft. Oscorp. Oscorp entwickelt sich stetig weiter und innovative Technologie braucht eine führende Hand. Unter Leitung von Dr. Alistair Smythe sind Verbesserung und Sicherheit des menschlichen Lebens unser Ziel. Seine Kenntnisse der Nanotechnologie und Nanorobotik führen Oscorp Industries in eine strahlende, bessere Zukunft. Nanobots, was ist das? Sie kennen Roboter. Stellen Sie sich 400 vor auf einem 10-Cent-Stück. Eine winzige Armee, die auf molekularer Ebene arbeitet. Ihre Größe ist ihre Stärke und ihr Potenzial grenzenlos. Unter der Führung von Dr. Alistair Smythe beginnt eine neue Ära des Fortschritts für Oscorp und die Menschheit. Oscorp, eine neue Firma, deren Namen Sie vertrauen. Ja, hallo und willkommen zu einem nagelneuen Spiel meinerseits, The Amazing Spider-Man. Ich muss ja fairerweise sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt mochte ich keine Spider-Man-Spiele, einfach aus dem Grund, entweder scheiß Story oder scheiß Grafik, was einfach nicht so zusammengepasst hat. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, dieses Spiel, was ich jetzt spiele, ist einfach genial gemacht. Steuerung göttlich, ja, alles Mögliche, also rundum gelungenes Spiel. Peter, was machst du denn hier? Ich hole sie aus diesem Irrenhaus raus. Aber du hast mich hier reingebracht. Und aus gutem Grund. Es ist verrückt, ich weiß. Aber uns läuft die Zeit davon, Connors. Etwas Schlimmes ist passiert. Etwas wirklich Schlimmes. Ja. Suche nach Audiodateien, um mehr über Oscorp zu erfahren. So. Kapitel 1. Oscorp ist ihr Freund. Ich wage es ja noch zu bezweifeln. Oscorp hatte eigentlich nie wirklich gute Seiten gehabt. Hey du. Hey! Danke fürs Mitkommen, Pete. Das ist mutig. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Nach Feierabend darf ich hier nicht mehr rein. Hoffentlich wird das besser als mein erster Besuch. Das war nicht schön. Keine Sorge. Wir sehen uns nur ein bisschen um. Wenn du das sagst. Es gehen merkwürdige Dinge vor sich. Dinge, die Dr. Smythe beenden will. Er ist kein schlechter Mensch. Er will diese Firma verändern. Ja, das kenne ich aus dem Video. Also, was ist faulig im Staate Oscorp? Ich glaube, sie setzen Dr. Connors Arbeit fort. Versuche zur Artenkreuzung. Oh. Komm schon. Moment. Etwa noch mehr Echsen? Noch mehr von allem. Ich weiß nicht genau, aber wir finden es heraus. Na, wenn du das sagst. Das Wissen und die Mittel. Warum sollte man das nicht zum Guten nutzen? Deshalb bin ich hier. Dr. Smythe will etwas ändern. Ich weiß. Seine brillante Forschung läutet eine neue Ära für die Menschheit ein. Mhm. Aha. So ist zumindest der Plan. Warte mal kurz. Fortschritt. Natur zu Mensch. Ich hätte gern so einen Roboter. Schaut er irgendwie lässig aus, muss man ja sagen. Sind wir hier draußen sicher? Wir kommen eh nie rein. Ja, zu früh gefreut, Peter. Halt den Kopf unten. Wow, sieh dir das an. Ich kannte Dr. Smythe ja als den Nanobot-Typen. Alter, aber der Schwede. Auch große Roboter. Nicht zu fassen, nice. Dass du jeden Tag damit spielen darfst. Das wird nie langweilig. Ja. Was ist das denn? Wow, was ist das? Oh mein Gott. Das könnte beweisen, dass sie Connors Arbeit fortsetzen. Boah. Sollten sie nicht richtig sedieren? Warum kann er nicht noch da aufhören? Eieieiei. Alles gegeben, was wir hatten. Geht es allen gut? Gwen? Alles okay? Ja. Danke, Dr. Smythe. Hey, ihr zwei habt eine Menge Ärger. Was habt ihr hier ist verloren? Gar nichts, Mensch. Was hast du hier verloren, Gwen? Du weißt, dass du hier nach Feierabend nicht rein darfst. Warum eigentlich nicht? Mit Gästen. Dr. Smythe, es tut mir unendlich leid. Das ist mein Freund, Peter Parker. Servus. Peter Parker. Ich hab von dir gehört. Und ich hab heute viel von ihm gehört. Also, warum seid ihr hier? Oh,
Das ist meine Schuld, Doc. Es ist wirklich erstaunlich, was Sie aus Oscorp gemacht haben. Ja? Als ich von Ihren Veränderungen gehört habe, Nanobots und so, musste ich es mir ansehen. Du, nicht wahr? Komisch, dich hier zu sehen, während ich versuche, diese Artenkreuzungen loszuwerden. Das war also eine Artenkreuzung? Sie haben ja, was denn sonst? Dass Connors Arbeit beendet ist. Wie viele gibt es hier noch? Es stimmt, Gwen. Die Experimente wurden beendet, nur später als erhofft. Wir machen keine Menschen mehr zu Tieren wie Connors. Aber das passiert, wenn Tiere eine ordentliche Dosis menschlicher DNA bekommen. Kommt, folgt mir. Ich vertraue darauf, dass ihr alles, was ihr seht, für euch behaltet. Ich versuch's. Schicken Anzug hast du. Wow. Noch eine dieser Artenkreuzungen? Das ist verrückt. Das scheint der King in dem ganzen Becken hier zu sein. Wer würde diese Dinger weiter erschaffen wollen? Es braucht Zeit, die Ethik einer ganzen Firma zu ändern. Einige Wissenschaftler meinen, diese armen Kreaturen hätten ihren Nutzen, aber den Streit haben sie verloren. Heute Nacht verschwinden diese Artenkreuzungen. Wir schicken sie zur sicheren Entsorgung ins Biolabor. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hat das Ding schon was gegessen? Nö. Es schaut nicht so aus. Connors Werk wurde weiter vorangetrieben, als wir dachten. Die Spezies in diesem Raum sind überall. Irgendwie schaut das Ding ja cool aus. Deshalb die Eindämmungseinheiten. Hey, wo ist der hin? Komm raus, kleines Kerlchen. Das kleine Kerlchen ist eine wandelnde Plage. Direkter Kontakt führt zur Infektion. Infektion führt zum Tod oder zur DNA-Vermengung. Ich super. Will, dass du ein Mensch bleibst, Parker. Wenn wir weiter. Du wüsstest. Nun, für diese Dinger nicht. Sie waren aber auch nie menschlich. Sie stammen aus einer Petrischale. Und für die Infizierten leider auch nicht. Die Entwicklung eines Gegenmittels blieb bisher erfolglos. Haltet mich nicht für grausam, aber ihr müsst wissen, dieses Ding ist die reinste Plage. Es waren Kreaturen wie diese, die Europa mit der Pest niedergestreckt haben. Schaut doch eigentlich ganz putzig aus. Ja, mach mich vorsichtig. Seltsam. So reagiert es eigentlich nur in der Nähe anderer. Ich meine. Gut aussehende Typen wie mich? Ja, ich Artenkreuzungen. Biologische Wesen sind unberechenbar. Ich habe gern die Kunden. Du hast noch nie Terminator gesehen, oder? Was? Was ist das? Ein Leguan? Das ist der merkwürdigste Bürorundgang aller Zeiten. Mhm. Keine Sorge, Parker. Wir sind gleich im Nanobot-Labor. Wenn du schickst, wirst du es lieben. Entschuldigung, Dr. Smythe. Jemand mit Sonderfreigabe müsste mir helfen, das in Sektor B zu bringen. Dafür habe ich keine Zeit. Gwen, es ist wohl doch gut, dass du hier bist. Kümmere dich bitte um diesen bürokratischen Mumpitz als kleine Strafe für den Einbruch. Hilf ihm und komm nach, wenn du fertig bist. Doktor, ich gehe lieber mit. Damit sie nicht gefressen wird. Ich verstehe. Die Bestie ist von Schönheit ebenso verzaubert wie der Mensch. Wir sehen uns später im Labor und kein Rundgang. Das jo, Chef. Stacy. Sicher, Dr. Smythe. Komm schon, Pete. War nett mit Ihnen, Doktor. Das Ding, der schaut einfach. Ist das. Das soll wohl ein Witz sein. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, oder nicht? Geringfügig. Ein schreckliches Erbe. Aber Dr. Smythe sagt, wir lassen es hinter uns. Ich glaube ihm. Was zum. Was hast du getan? Nix. Ich hab nichts gemacht. Peter, ich glaube, es spürt dein Blut. Es reagiert auf irgendwas. Das habe ich. Oh mein Gott! Jetzt durchbricht das Glas! Ja? Es bricht aus! Das ist meine Schuld. Hey, was habe ich denn gemacht, dass ihr so aggro auf mich seid? Oh, nix. Hier stimmt was nicht. Das Exemplar in einer 4 bricht aus. Brechen alle aus. Schaffen wir raus. Alle sofort evakuieren. Wir wollen helfen. Keine Angst um mich. Ich kann helfen. Dafür ist es zu spät. Alle sofort hier raus. Ich aktiviere die Sicherheitsroboter. Na komm. Klopfst du aber ganz schön auf so ein Glas rum hier. Ich lass dich nicht allein. Dr. Connors hat es angefangen. Ich bringe es zu Ende. Auf meine Art. Peter, du kannst nicht helfen. Jemand anders kann. Ja. Ich muss das sofort aufhalten. Was tun wir jetzt? Notfallabschaltung. Die Roboter übernehmen jetzt. Was tust du da? Okay. Hilfe!
passieren. Ah. Nein, 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 Gwen! Sieh mich an! Gwen! Nein! Wie öffnet man das Ding? Nein! Nein! Du Drecksviech. Du hast ja aber schnell umgezogen, mein Freund. So. Okay, Spidey. Dann tun wir mal unser Bestes hier. Okay, dann weg hier. Gwen mal in Sicherheit bringen. Mir geht's gut. Bring mich zum Quarantänebereich. Von dort aus kann ich dir helfen, die anderen Wissenschaftler zu retten. Hallo. Diese Roboter sehen aus, als wollten sie mich fressen. Die Programmierung soll uns vor Artenkreuzungen schützen. Du bist irgendwie auch eine... Das heißt irgendwie, ich bin eine... Du solltest aufpassen, Pete. Ich hätte immer noch ihre Beine im Hintern. Okay. Nein, ich bin damit beschäftigt. So, linke Shift-Taste rechts. Okay, rüber damit. Oh. Und wenn diese Dinger aufs Korb verlassen? Das Sven möchte ich gar nicht denken. So, und rüber mit dir, Spidey. Mehr Roboter, pass auf! Ja, den zeigen wir jetzt gleich mal, wo der Hammer hängt. Muss mich denn jeder Roboter angreifen? So, wen picken wir uns? Den picken wir uns. Damit komm mal klar. So, misch mit mir. Ja, schön für dich. Das war's mit dir, Blechdose. Keine Zeit zu packen. So, zip, ab zu Gwenny. Schwupp. Dann hier runter. Hier rüber. Da lang. Hier rum. So. Toll. Na toll. Oscorp Sicherheitssystem. Die Quarantäne ist auf der anderen Seite. Bleib hier. Ich komm dich holen. So, dann machen wir mal die Tür auf. Hier rauf. Und hier rauf. Tür von der anderen Seite öffnen kannst. Oh, mal gleich. So. Yep. Siehst du, so schnell geht das. So, aktivieren. Beziehungsweise deaktivieren. Dann hier drauf. Hier runter. Dann dahin. Mann, hör doch mal auf damit. So, grabbel, grabbel, grabbel. Ui, unsere Freunde sind wieder da. Boah, schöne Frauenstimme habt ihr hergenommen. So, ausweichen, komm Spidey. Wie ist es damit? Nicht mit mir, ihr Blechkisten. Ich hab hier dich. Ja, komm. Du noch. Ach nee, denkst du, ich bleib stehen und lass mich hier zu. Wie gefall ich euch jetzt? Was soll ich verarbeiten? So, sehr schön. Okay, dann Gwenny, los. Ich bring dich in Sicherheit. Danke, Pete. Zip, zip, zip. Okay, schon sind wir da. Ich muss die anderen holen, bevor alles außer Kontrolle gerät. Pete, wir wissen beide, dass alles außer Kontrolle ist. Dr. Smythe hat sicher Antworten. Finde ihn. Ich versuch's, aber Gwen, ich muss es wissen. Was wird passieren? Mit dir? Ich weiß es nicht, aber es wird hässlich.
Ich bin infiziert, Pete. Wie alle anderen. Erinnere dich an Connors. Das Ende ist unausweichlich. Aber was ist mit dem Gegenmittel? Es hat schon mal geholfen. Connors war einem älteren Stamm ausgesetzt. Damals war es kaum ein echtes Virus. Mittlerweile ist es mutiert. Es gibt einfach kein Gegenmittel. Und wenn ich die Artenkreuzungen aufhalte? Sie müssen aufgehalten werden. Aber selbst wenn das klappt, kann sich das Virus immer noch ausbreiten. Gwen, bleib ruhig. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt, okay? Wir schaffen das. Ich finde Dr. Smythe und die anderen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Warte, Peter. Nimm das Osphon vom Tisch. Osphon? So heißt das Oscorp-Telefon. Es ist nur ein Prototyp, aber immerhin kann ich dich anrufen. Okay. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Jawohl, Aufstieg. So, mit Tab, genau. Okay. Was nehmen wir denn? Netzhüpfer, Überraschungsangriff. Angriffsschaden wäre eigentlich ganz nice. Und technische Spielerei. Netzreichweite. Ach, die können wir uns nicht anschaffen. Okay, ja gut, dann sparen wir ein bisschen. Hat Smythe es geschafft? Ja, ich habe ihn und die anderen Wissenschaftler in die Quarantäne gebracht. Aber sie sind alle infiziert. Und die Artenkreuzungen? Wo sind sie? Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie sind entkommen. Naja, du hast mich erwischt, die Echse. Warum sollten diese Kreaturen so anders sein? Wenn sie nur wüssten. Ja, wenn er nur wüsste.